Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft VTBs Ultimate Modpack, das Modpack für Minecraft. Und ja, ich bin direkt zurück von eben sozusagen, also keine 5 Minuten später. Ich habe eben mal kurz die ganzen Dateien mit den richtigen Namen benannt. Und die Aufnahme ist da, vorhanden. Ja, ihr konntet sie sehen. Oh, das gibt's ja sogar vor. So, mal gucken, ob wir uns jetzt überfüttern können damit. Nein, das wollte ich nicht. Ja, ich futter jetzt absichtlich ein paar mehr. Ich wollte das ja sehen, ob man überfüttern kann. Nee, die Aufnahme von eben, die hat funktioniert. Es wird nur ein bisschen schwer beim Schneiden am Ende. Das sehe ich jetzt schon. Weil das so ein kleiner Häkel ist. Den muss ich jetzt irgendwie wegkriegen. So, ich glaube, das reicht. Mal gucken, ob das jetzt länger hält als die normal. Das müssen wir jetzt mal austesten. So, was war? Uns fehlten Fackeln unter anderem. Ah, wir haben noch hier. Nee, kann aber nicht gucken, ne? Nö, nö, warum denn auch? So, packen wir mal da rein. Munsterloot packen wir mal da rein wieder. Ja, jetzt brauchen wir im Prinzip Steine nochmal. Um Zäune zu machen, und zwar die Zäune. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen gleich tatsächlich nochmal in die Höhle back. Müssen in die Höhle, in die Höhle. Und dann bin ich wieder allein, allein. Was? Was denke ich da schon wieder für Mist? Joa. Okay, ein paar brauche ich doch nochmal. Um halt, ja, gleich nochmal zu machen. Okay. So, gegen Explosion oder was? Oder stärker, okay. Diese Zeichen, ich kapiere sie immer noch nicht ganz, aber egal. So, ehrlich? Oh, wir haben so viel Erde, wir könnten damit so viel machen, wir können ein ganzes Land eben mal so ebnen, um dann später zu bebauen. Das wäre echt eine Idee, ne? Sortiere bitte, oder sortiere so? Oder so? Da klicke ich nicht nochmal auf, nix da. So. Puh, nicht nochmal eine Aufnahme irgendwie riskieren. So, da haben wir noch Holz, das brauchen wir jetzt nicht gerade. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ne, wir wollten nur noch... Okay, wir brauchen doch nochmal. So. Zack. Zack. Warum habe ich das jetzt eingebaut? Ich habe keine Ahnung. Wollte ich nicht, aber egal. So. 4. Können wir uns 2 machen. Dann holen wir nämlich jetzt nochmal Stein ab. Ach, wir haben sogar eine Spitze. Ah, oh, toll. Okay, egal. Ist jetzt halt so, wie es passiert ist. So, dann können wir vielleicht den Weg hier auch schon ausbessern, anschließend. Wäre ja auch schon mal eine Idee. So, aber erstmal machen wir schön hier das hier fertig. Noch 3, noch 2 und der letzte. Und dann ist das erotische Spiel fertig. Was? Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Ich war mit meinen Gedanken gerade woanders, tut mir leid. Ja, oder auch nicht. Gut, so, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch weiter rein. Vielleicht machen wir auch etwas Erotisches. Strip, Mann, was ist mit mir jetzt? Puh. Ja, gut, ne? Ich glaube, ich habe gerade so richtig Laune. Aber die Laune bedeutet auch, dass sowas zustande kommt. Ich kann nämlich ziemlich, sagen wir mal, pervers drauf sein. Das könnte meine... Wow. Ja, toll. Halleluja. Meine Freunde fragen theoretisch. Wie viele Zombies sind da? Und sag mal, das ist die reinste... Ja. Monsterhöhle hier. Lol. Interessant. Na komm. Explodier doch. Eben nicht. Dann eben nicht. Voll die Monsterhöhle hier. Kann sein, dass die Monster-Spawn-Rate ein bisschen erhöht worden ist. So kommt es mir vor, so viel wie hier unten waren. Hohoho. Halleluja. Okay, das kriegen wir abgebaut, sehr gut. So, ja, dann müssen wir leider uns jetzt damit nochmal ein bisschen beschäftigen. Kleines bisschen. Aber nicht lang. Geht auch wieder vorbei, und zwar recht schnell. Aber was sein muss, muss leider sein. Und in dem Fall ist es so.
So, da oben ist wieder ein Teil, was wir nicht abbauen können. Halleluja. Das ist ja nervig. Aber was soll's. Guck mal, hier legen wir sogar noch Rohstoffe frei. Das heißt, wir könnten rein theoretisch noch weitere Rohstoffe sogar abbauen am Ende. So, hier hinten wird es jetzt sogar ein bisschen dunkel wieder. Tja, aber wenn hier die Zombies unbedingt spawnen wollen, dann lassen wir sie nochmal hier spawnen, oder nicht? Was meint ihr? So. Aber erstmal machen wir jetzt mal hier ein bisschen Stein weg. Ne, unser erotisches Strip mine, ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, ist halt so. Und ja. Viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. So wirklich. Könnt jetzt irgendwelchen Bullshit reden und unsere Politik niedermachen hier in Deutschland oder ich weiß auch nicht, irgendwas, aber viel fehle mir jetzt da auch nicht ein. Ja, fehlen. Ja, genau, fehle mir da auch nichts ein. Viele. Nee, warte mal. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ach egal. Bis zur Schlucht sind 206 Meter. Ah, okay. 206 Blöcke entfernt. Lass mal bis dahin Schienen verlegen. Wuhu. Nee, aber da müssen wir unbedingt nochmal zurück. Da finden wir sicher Dia und Redstone und alles. Also behaupte ich jetzt mal ganz dreist. Wahrscheinlich dadurch, dass ich jetzt überhaupt da behauptet habe, finden wir wahrscheinlich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Frage mich, ob das Skelett, was man auf der Minikarte sieht, hinter mir ist. Und ich glaube, draußen ist es dunkel geworden, wenn ich das richtig sehe. Kann das sein? Glaube schon. So. Naja, gut. Jetzt geht's echt erstmal nur ans Meinen. Auch weg. So, nächste Reihe. Wir brauchen eine Menge Stein. Weiß gar nicht, wie viel Stein wir jetzt haben. Aber etwas fehlt noch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall fehlt da noch etwas. So. Hauen wir das mal weg. Und dann gucken wir mal, ob wir demnächst echt mal mit dem Mod vielleicht ein bisschen anfangen können. Aber ich sag euch, ich brauche lange, bis ich irgendwas verstanden habe mal. Und außerdem müssen wir die ganzen Teile auch noch zusammenbauen. Ich habe es bisher nur im Kreativ so ganz leicht angetestet. Ein, zwei Sachen. Also insgesamt habe ich sieben Sachen angetestet. Bisher haben nur zwei Sachen funktioniert wirklich. Naja, eigentlich nur eineinhalb sogar, wenn man es so will. Und diese eine Sache, da baue ich momentan auch drauf hin. Können wir auch in gewissermaßen, naja, ein bisschen gebrauchen. Auch später, glaube ich, sogar können wir es sogar sehr gut gebrauchen. Aber naja, für den Anfang. Doch, geht schon in Ordnung. Wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Aber ist halt nicht so leicht, ne? Wie man sich das manchmal vorstellt. Alles. Aber halb so wild. Es wird schon funktionieren. So. So, die. Ah, okay, da unten ist wieder so ein Aua-Aua-Kristall. Ich nenne sie jetzt mal so, die blauen Aua-Aua-Kristall. So. Jetzt ist die Axt gleich kaputt. Genau. Das ist jetzt die letzte Reihe hier. Und dann gehen wir zurück. Sollten wir genug Stein haben. Boah, jetzt guck mal, wie lange wir schon den Gang haben. Joa, ein paar Stacks haben wir. Vier Stacks. Ist jetzt gerade nicht viel, aber zumindest etwas. So, würde mich jetzt echt nicht mehr wundern, wenn hier jetzt Zombies natürlich erscheinen. Na gut. Oh, und draußen ist es dunkel. Oh, Wunder. Wir hätten damit jetzt gerechnet. So. Bei mir ist alles beleuchtet, aber trotzdem ist da wahrscheinlich ein Zombie. Wenn die Karte mir das richtig anzeigt. Um die Ecke weg, oder nicht? Ah, okay, es war draußen. Es war auf dem Dach, so rum. Na klar, das Dach ist nicht ausgeleuchtet. Da spawnen gerne mal welche. Wehe, du brennst mein Haus an. Dann gibt's Ärger. Danke. Und tschüss. So, jetzt haben wir ein bisschen Stone. Und machen daraus eben mal ganz viel. Ne? Ihr wisst schon was. Ja, kommt, Leute. Ihr wisst es. So. Das sollte reichen. Man konnte aber. Warte mal. Wollen wir jetzt kurz. Wir haben kein richtiges Holz, ne?
Wir brauchen eben zweimal richtiges Holz. Könnte man aber nicht machen, ne? Nö. Wäre ja auch nur zu schön gewesen. Gut, denn brauchen wir noch zwei Holz. Beziehungsweise noch sechs Holz. Genau. Sechs Holz brauchen wir noch. Um noch zwei Türen zu machen. Wenn ich das jetzt richtig errechnet habe. Ja, ich habe sogar richtig errechnet. Wunder, ich kann rechnen. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich kann rechnen. Halleluja. Also momentan klappt das mit den Überfüttern. Mal gucken, ob das noch lange hält. Bisher musste ich ja nichts mehr nehmen, wenn ich es jetzt richtig sehe. Kommt der Creeper auf mich zu? Ja. Nee, du machst meine Brücke kaputt. Die war schwer genug. Nur ich darf sie kaputt machen. So, dann machen wir hier jetzt riesengroßes Gelände mit Tiernahrungsversuchen. Was? Nein. Erstmal weg. Machen wir ein, zwei. Nee, warte mal. Ich kann ja eigentlich direkt daran, ne? Ist ja nicht so das Problem. Na, machen wir trotzdem mal einen Abstand. Und machen das mal so. So. Och meine, wieso geht das hier schon wieder im Weg? So, zack. Zack. Zack, zack, zack. So, ich glaube, das Gelände dürfte auf jeden Fall für die Schweine reichen. Auf jeden Fall. Also wenn nicht, dann verstehe ich es auch nicht. Verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, okay. War eben mal kurz minimal laggy. Nur ganz minimal. Das geht ja in Ordnung noch, ne? So. Machen wir noch zwei groß und dann machen wir noch da. Das große Gelände reicht auf jeden Fall. So viele Schweine werden wir jetzt auch nicht machen. Ich werde das nicht so wie in der Hardcore-Season übertreiben. Nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Okay, ich werde es wahrscheinlich doch übertreiben. Wir werden es sehen. Ich werde es auf jeden Fall nicht so weit bringen, dass es irgendwie leckt oder so. Also dann ist Schluss, spätestens. Macht euch da mal keine Sorgen. Ja. Weil darauf bin ich jetzt nicht, ich sag mal, fokussiert, das zu bewirken. Aber naja, gut. Wir werden es ja sehen, ne? Wir werden es ja sehen. Jetzt mache ich mal hier noch ein bisschen das weg. So. Dann können wir das den Schweinen da ja gleich auch nochmal richtig ein bisschen gemütlich machen. Warte mal, man konnte doch irgendwie Heuballen machen, oder? Wie macht man denn Heuballen? Oder kann man die nicht craften? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt schon Pferde? Also in dieser Mod? Nicht in der Mod, sondern allgemein in Minecraft hier schon bei 1.4? Oder kamen die später? Oh, ich weiß das jetzt gar nicht. Na, Halleluja. Ah, ich sehe mein Essen wackelt. Ich glaube, das mit der Überfütterung funktioniert doch nicht so gut. Oder es hält nicht so lange. Eins von beiden. Mein Essensbalken meldet sich da unten schon, der wackelt. Das heißt, dass er gleich runtergehen wird. So. Das sieht doch schon mal schön aus. Jetzt kann man hier noch zwei Tore reinmachen. So, das sieht doch schon mal einigermaßen aus. Jetzt müssen wir nur noch. Achso, natürlich. Ich kann natürlich selber auch denn nicht raus. Lustig, lustig. Tralalala. Bald ist Nikolaus Abend da oder so. Ungefähr. Naja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt wegmachen. Nö, nö. Jo, das war ein lauter Rübser. Auf jeden Fall Respekt. So. Na, machen wir erstmal nur zwei Reihen weg. Ich glaube, das reicht auch. Für den Anfang. Später machen wir es schlimmer. Mit schlimmer meine ich schlimmer. Oh, puh, aber keine Löcher rein. Mando. So. Mal sehen. Und weg damit.
Na komm, hauen wir die dritte Reihe auch noch weg. Und dann müssen wir irgendwo dann die ganze Erde mal benutzen und ein Land richtig abflachen. Damit wir da so richtig schön viel bauen können und so. Ich glaube, das können wir später sowieso gut gebrauchen machen. So. Das geht in Ordnung, einigermaßen zumindest. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus. Man könnte hier jetzt noch ein bisschen sagen, so. Ja, komm, wir machen mal hier ein bisschen runter. Dann muss aber auch gut sein. So, und dann renne ich jetzt hoch und hole mir meine blöden Schweine da wieder ab. Die müssen mich jetzt gern's bis da hinten hinwandern. Ach nee, wollte ja vorher noch was, ein bisschen schicker machen und so. So Halleluja und so mäßig. Das heißt, guck mal, wir haben eine 18. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Geht das so?